Hallo Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Folge Rollercoaster Tycoon. Wir sind hier immer noch in unserem ersten Park, wie hieß er noch? Forest Frontiers. Und den wollen wir heute zum Abschluss bringen, das Szenario. Oder versuchen. Unsere Gästezahlen steigen, unser Geld wird auch mehr. Also verhungern werden wir hier definitiv auch nicht. Wie sieht das hier aus? Wir müssen die Buden auch eröffnen, sonst können die ja gar nicht einkaufen gehen da, ne? Die Burger Bar. Gleicher Preis überall im Park, das finde ich immer eine ganz gute Idee. So. Badum, 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 badum. So, die Toilettenbenutzung, die ist bei uns nicht umsonst. Bei uns wird fürs Pissen bezahlt. Entschuldigung. Fürs Pipi machen bezahlt. So, und geldmäßig sieht es ja wohl mal gar nicht so schlecht aus. Ne? Also wir machen Gewinn. Das ist sehr gut. Wir werden noch Forschung und Kreditzinsen bezahlen. Den Kredit. Warum haben wir eigentlich Kredit? Die Kreditzinsen sind nämlich auch nicht zu unterschätzen in diesem Spiel. So, wir müssen mehr Fahrgäste da reinkriegen in unsere Bahnen. Welche Schritte können wir hier zurück? In 1000er Schritten müssen wir zurückbezahlen, okay. Dann würde ich nochmal ein bisschen Kredit aufnehmen, damit wir uns die nächste Bahn leisten können. Weil nur mit Bahnen bekommen wir mehr Fahrgäste in unserem Park und wir haben ja nicht unendlich viel Zeit, ne? Das muss man dazu sagen. So, also, da kommt unser Riesenrad hin. Der Eingang kommt dahin, der Ausgang kommt hierhin. Dann wollen wir das Ding direkt mal anschließen. Klick, 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 klick. Dann bleiben wir da dran und machen hier dann die Warteschlange hin. 1, 2, 3, 4, 5. So, fertig. Dann brauchen wir da noch ein Schild. Ja, das habe ich ja in der letzten Folge erklärt, dass ich die Ausgänge der Bahn immer absperre. Damit die Leute mir da nicht reinrennen. Die ich da nicht haben will. Ich will ja nur die drin haben, die auch wirklich mit der Bahn gefahren sind. Und dann wollen wir das Riesenrad natürlich auch eröffnen. Und auch das Riesenrad bekommt eine Musik. Und zwar nehmen wir da mal den gemäßigten Stil. So, und dann können wir hier auch noch an den Farben zum Beispiel ein bisschen rumtüdeln. Machen wir hier mal das schön weiß. Dann nehmen wir ein nicht ganz so knalliges Rot. Ne, doch, nehmen wir das knallige Rot. Und das machen wir in Gelb. So, finde ich wesentlich schöner. Dann können wir die Gondeln theoretisch auch noch... Oh, wir haben ja hier auch noch die... Eingänge. Machen wir hier mal einen Zelteingang hin. Und die Farben, die können wir eigentlich, glaube ich, auch ändern, ne? Indem wir da zum Beispiel Rot nehmen. So, dann sieht das ja schon mal gar nicht schlecht aus. Dann können wir jetzt mit Dekoration hier auch ein bisschen was machen. Und zwar können wir das Ding hier verschalen. Na, komm her. Müssen wir mal die Kamera wieder drehen hier. Ich muss mir mal die Tastenkürzel angucken, wenn wir das Szenario fertig haben. 1, 2, 3. Kladderadatsch, kladderadatsch. Und dann sollten wir auf allen Seiten eigentlich Wände haben, oder? Riesenrad, ja. Das sieht sogar sehr gut aus. Aber der Eingang passt nicht. Da fehlt noch was. Da kommen die Leute noch gar nicht rein, ne? So, jetzt müssen die Leute aber reinkommen hier. Müssen wir gleich nochmal die Wände neu platzieren, die wir jetzt da weggemacht haben. Wo ist denn das Riesenrad? Ja, okay, die Leute kommen da rein. Dann nehmen wir nochmal die Wände zur Hand. Die wir jetzt vorhin benutzt haben, die Ziegelsteinwände sind waren das. Einmal so, klick, klick. So, da sind alle Wände drin. Aber damit das hier richtig schön ausschaut, können wir hier auch noch alles zumachen. Da auch noch. Damit das dann eine geschlossene Einheit wird. Ah, guck mal, hier wird es jetzt schon ein bisschen komplizierter. Da müssen wir vielleicht mal... Haben wir hier so schräge Wände? Nee, leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Wir haben hier aber kleine Wände.
Nehmen wir hier eine große Wand. Und dann packen wir da noch eine kleine oben drauf. Und da packen wir eine kleine hin. Ja, das ist halt Rollercoaster Tycoon, ne? So, haben wir jetzt überall Wände? Guck nochmal. Ne, da fehlt noch ein bisschen was. Ziegel, Ziegel, Ziegel. Drehen wir nochmal eine Ansicht. Jetzt sieht das relativ dicht aus. So, jetzt können wir das Ganze noch dekorieren. Dann nehmen wir erstmal wieder ein paar Bäumchen. Nehmen wir mal hier so ein paar Zypressen. Ups. So, und wir haben gleich die erforderlichen Besucher zusammen. Und es ist Juni. So. Jetzt sind wir aber pleite. Müssen wir warten, bis wir Geld verdienen. Und hier können wir die Preise natürlich auch nochmal ein bisschen anpassen. 50 Cent teurer geht immer. So, wie sieht es denn hier aus mit der Auslastung des Dings? 7 Personen stehen an. Wir gehen eigentlich in so einen Wagen rein. 2 Fahrgäste pro Wagen. Wir haben 13 Wagen, also 26 Fahrgäste gehen da rein. Kunden pro Stunde, 2040. Wartezeit in der Schlange sind 2 Minuten. Wunderbar. So, dann haben wir schon mal ein bisschen was geschafft hier. Sieht sehr gut aus. Würde ich jetzt spontan sagen. Gerade mal gucken. Ich sehe gerade, dass meine Maus wieder hier nicht passt. Jetzt passt sie wieder. Das ist irgendwie mit OBS so ein Problem momentan. Jetzt passt die Maus. Das habe ich bei Transportfieber nämlich auch das Problem. Weiß aber gar nicht, woran das liegt. So. Aber ich weiß ja, wie ich das Problem lösen kann. Relativ easy. Eigentlich schon beim Intro. Ich muss nur immer dran denken. Memo an mich selbst. Rama, nachdenken. So, jetzt könnten wir natürlich, um ein bisschen Geld zu sparen, könnten wir die Forschung mal erstmal einstellen. Keine Finanzierung fürs Erste. Haben wir da auch nochmal wieder ein bisschen Geld gespart und können dann mal gucken, wo wir hier noch mehr Geld rausholen könnten. 237 Besucher haben wir aktuell. Könnten als nächstes mal die Zuckerwartebude in Angriff nehmen. Diese da. Die kostet 300. Die könnten wir echt in Angriff nehmen. So, da kommt schon der nächste Schwung, die mit der Kinderachterbahn fahren wollen. Von der Warteschlange her geht sie auf jeden Fall. Was ist los? Warum dreht ihr alle um? Sollt euch anstellen und nicht umdrehen, Freunde. Ich bin jung, ich brauche das Geld. So, solange die Wagen voll werden, ist alles gut. Schon 100 zusammen. Wir könnten natürlich auch, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, könnten wir zum Beispiel auch bei den Einstellungen Inspektion, Anzahl der Drehungen können wir runterdrehen. So, warten auf volle Last. Nein, wollen wir nicht. Hier können wir es auch machen. Da können wir hier beim Betrieb können wir 9 Schwünge machen, ne? Dann gehen wir hier zum Riesenrad. Können dort Anzahl der Drehungen eine Vorwärtsrotation, Rückwärtsrotation, das ist ja egal, oder? So, und dann haben wir das schon mal. Jetzt verdienen wir auch Geld. 385 sind es im Juli. Und die Parkbesucher, die sind auch gleich erreicht, die wir brauchen. Hier haben wir unser Ziel, mindestens 250 Parkbesucher bis Oktober, Jahr 1 und eine Parkbewertung von mindestens 600. Die Parkbewertung von mindestens 600, die haben wir, würde ich jetzt behaupten. Parkbewertung 795, sehr schön. Also, sparen wir mal auf die Zuckerwattenbude.
Oh, jetzt wird's aber voll hier oben. So, 251 Besucher haben wir im Park. Das heißt, wir müssen unsere Aufgabe erfüllt haben. Jetzt müssen wir die 250 Besucher natürlich auch halten und unsere Parkbewertung müssen wir auch halten, ne? Das ist jetzt ganz wichtig. Wie gesagt, wir bauen mal die Zuckerwattenbude als nächstes. Das ist nämlich auch nochmal ein relativ relativ einfach, das damit Geld zu verdienen. So, 80 Cent, dann gehen wir mal auf 1,10. Gleicher Preis überall. Und dann wollen wir uns mal kurz die Buden auch anschauen, wie das hier ausschaut. Wir haben 144 Kunden pro Stunde. Was ist denn so der Gedanke von den Kunden? Kinderachterbahn, ist das Geld wirklich wert? Piratenschiff war großartig, ist das Geld wert? Mir ist übel, ich bin hungrig. Gibt es hier eigentlich auch noch diese Overlays von früher? Die, wo man sehen konnte, wie das mit dem Futter und so ausschaut. Fahrgeschäft, Essenstand, Erste Hilfe. Ich bin der Meinung, es gab früher Overlays, in denen man schauen konnte, wie das mit dem Essen und so. Aber das, wir müssen einfach nur genug Fressbuden bauen, dann haben wir das Problem einfach gar nicht. So, jetzt können wir natürlich eine neue Bahn in Angriff nehmen, wenn wir das passende Kleingeld dazu natürlich haben. Aber das Szenario wäre jetzt gleich eh vorbei. Ne, ich mag das lieber in der Geschwindigkeit. Dann dauert es halt ein bisschen länger, aber das ist schöner. So, aber den Leuten scheint die Kinderachterbahn echt zu gefallen, die ich da zusammengebastelt habe. Die müssen wir jetzt natürlich noch ein bisschen verschönern und dekorieren. Und die Farbe, die finde ich nicht so doll. Die können wir mal anders machen. Erstens mal die Wagen. Die machen wir in Gelb und in... Nein, rote Sitze. So, und dann haben wir das Hauptfarbschema. Dann nehmen wir hier Weiß. Die Dinger machen wir in Rot. Und die Stützen machen wir auch in Weiß. So, dann sieht das doch schöner aus. Dann ist das auch ein bisschen stimmiger. Das Piratenboot, das kriegt auch noch andere Farben. Das Piratenboot, das gehört für mich gehört das in einem Braun. Dann die Platte, die bleibt, nehmen wir in Grau. Dann nehmen wir natürlich ein Holzboot und das Ganze ist golden, damit es auch richtig nach edlem Piratenboot aussieht. Dann haben wir noch unser Kinderkarussell. Hier können wir vielleicht auch nochmal am Eingang ein bisschen rumfriemeln. Farbschema, der Eingang. Burgeneingang, Zelteingang, Holzeingang, Holzeingang, mal gucken. Ja, den nehmen wir. So, und dann haben wir hier unser Kinderkarussell. Da nehmen wir einen Zelteingang. Der wird in einem Rot und Gelb designt. Und das Karussell bekommt auch Rot und Gelb, damit es zueinander passt. So, sieht doch jetzt schon mal sehr schick aus, unser Ding. 265 Besucher haben wir. Wie sieht das mit unserer Parkbewertung aus? Schaubild. Der Parkwert geht natürlich nach oben. Die Parkbewertung sehe ich hier natürlich. Da. Besucher im Park. Die Parkbewertung ist gleichbleibend oben. Sehr schön. So, wir haben wieder ein bisschen Geld. Jetzt können wir mal gucken, ob wir nochmal ein Fahrgeschäft schaffen aufzubauen. Der Twister, der kostet 360, aber ich würde vielleicht dieses Ding hier aufbauen. Und zwar hier in die Mitte. Jetzt kriegen wir den Eingang. Den kriegen wir dahin und den Ausgang entsprechend dahin. Müssen wir das Ding noch anschließen. 1, 2, 3, 4. Und der Ausgang. Der. Oh, kein Geld. Okay. Geht gleich los. Na? Jetzt kommt wieder Geld rein. 27 Euro. Wieso Dollar? Ich habe es doch vorhin in Euro geändert. Oder in der ersten Folge.
Wie gesagt, ich nehme die Szenarios immer an einem Stück auf. Also, wenn ein Szenario mehrere Folgen braucht, dann ist das so. Und dann werden wir das auch so aufnehmen. So, die Bürgerbude, die verkauft ordentlich. Sehe ich gerade. So, wir können die Parkbewertungen eigentlich auch künstlich hochtreiben, indem wir die Preise einfach niedriger machen. Ich bin ja eigentlich ein Fan davon, dass die Fahrgäste am Parkeingang den Eintritt bezahlen. So, einmal so. Und da werden wir den Eingang nicht verschließen, weil wir nachher mit der mit dem Weg hier hochgehen. Ups. Und dann einmal im Kreis. Dass wir hier oben dann quasi anschließen und hier auch noch ein paar Bahnen hinbauen können. So, dann wollen wir das Ganze mal öffnen. Dann haben wir die nächste Bahn. Die müssen wir natürlich aber auch noch ein bisschen anpassen. Jetzt muss ich mal hier wieder rotieren. Ich habe jetzt hier aus Versehen ein Stück Straße gebaut. Und das kostet Geld und das wollen wir nicht loswerden, das Geld. So, was haben wir hier für Einstellungen? Gar keine. Aber wir können dort lustige Musik abspielen. Moderner Stil. Und nehmen wir 30 Cent mehr. So, das sieht doch schon mal ganz nett aus hier alles, oder? Wie viele Bahnen haben wir jetzt? 5 Stück. Unsere Parkbewertung geht nach oben. Hoffentlich. Gucken wir mal. Die Parkbewertung ist gleichbleibend. 796. Also da läuft's soweit. Jetzt können wir natürlich noch ein bisschen dekorieren hier. Hier so einen schönen Zaun nehmen. Sieht das nochmal ein bisschen schicker aus. Und dann haben wir hier... Was haben wir denn hier so schönes? Ein bisschen Buschwerk, ne? Wir hier hinter den Zaun klatschen. So. Toiletten offen, alles offen, alles offen, alles offen. Sehr schön. Es läuft bei uns, würde ich sagen. Geld machen wir auch. Mal in die Finanzen rein. 336 im letzten Monat. Und 2 Monate müssen wir noch durchhalten, bevor das Szenario abgeschlossen ist. So, Schaubild Finanzen. Ja, die gehen natürlich nach unten, ne? Aber der Parkwert, der steigt. Der Wochengewinn. Gutscheine für auf bester Bahn. Für eine Woche kannst du ablacken, Alter. Besucher haben wir im Park. Wir können uns schon bald die nächste Attraktion leisten. Ich würde ja gerne einen Schienenbahn bauen, aber da fehlt uns noch das nötige Kleingeld für. Transportbahnen sind nämlich immer ganz gut. Wir haben ja hier noch ein bisschen was anderes, was wir noch nicht gebaut haben. Das Geisterhaus zum Beispiel, das würde uns noch fehlen. Aber wir können aber wieder was Aufregendes bauen. Wir bauen den Twister. Der geht hierher. Sofern das Geld dazu reicht natürlich, ne? Ohne Moos nichts los, ohne Knete keine Fehde.
360 soll der Spaß kosten. Umso mehr Attraktionen wir haben, umso schneller kommen wir natürlich auch an das nötige Kleingeld, was wir brauchen, um noch weiter zu bauen. Jetzt ist das Kleingeld schon wieder aus, aber die Achterbahn, die wird jetzt gerade wieder voll. Da kommt ja wieder ein ganzer Schwung rein. So. Dann haben wir hier den Ausgang auch versperrt. Was unheimlich nützlich ist. Und dann können wir jetzt hier theoretisch den Weg hier rüber bauen, den wir eh bauen wollten. Piratenschiff 1 ist ausgefallen. Da ist der Mechaniker hoffentlich schon auf dem Weg. Jetzt geht das schon los mit den ersten Verschleißerscheinungen hier. Unsere Parkbewertung geht nach unten. Müssen wir echt aufpassen. Dann gehen wir hier einmal rum. Und dann mal gucken, warum die nach unten geht. So, Schiffschaukel läuft wieder. So, den können wir mal öffnen hier, ne? Was läuft, das läuft. So, und dann werden wir hier den Preis auch nochmal anpassen. 1,30 Euro. So, jetzt müssen wir mal kurz die Parkbewertung angucken, warum die jetzt nach unten geht. 780. Vielleicht ein bisschen mehr mit Deko arbeiten. Dann fehlt uns hier nur noch das Geisterhaus, die Wagenbahn und die Ruderbude könnte man auch noch machen. Da müsste ich aber einen neuen See anlegen. Das wird eine teure Angelegenheit. Also die Achterbahn ist momentan unser Quotengarant, wo wir das meiste Geld wahrscheinlich auch verdienen. Können ja mal gucken, was wir hier aktuell haben. Wir haben Kunden, 2184 können pro Stunde fahren. Kunden insgesamt haben wir noch nicht mal... Die Zufriedenheit ist hier so niedrig, warum? War großartig, war großartig, war großartig. Ist doch alles tutti hier. Wie lange ist denn die Wartezeit? Wartezeit in der Schlange 3 Minuten. Das geht doch. Was ist euer Problem? So, Einlass. 383 Besucher haben wir bis jetzt drin gehabt. So, jetzt wäre es natürlich schön, wenn die Parkbewertung nochmal wieder ein bisschen steigen würde. Dann können wir hier nochmal ein bisschen mit dem Zaun dekorieren. Vielleicht auch mal so einen Springbrunnen bauen. Kommen wir hier Springbrunnen da. Und dann kann man noch ein bisschen Blumen machen. Damit das Ganze schicker aussieht hier. Warteschlangen-TV, den brauchen wir noch gar nicht, weil wir gar keine Warteschlange haben, in der jetzt so viele Leute anstehen, dass das jetzt irgendwie hier zu übermäßig voll wird. Unsere Parkbewertung nochmal anschauen. Ah, geht wieder nach oben. Sehr schön. Also, das funktioniert. Also natürlich die Frage, ob ich die... Ich werde jetzt in dieser Folge, dann machen wir halt ein bisschen länger, werde ich das Szenario zum Abschluss bringen. Dann können wir in der dritten Folge, wenn euer Feedback denn stimmt, das zweite Szenario starten.
Da seid ihr natürlich dann auch recht herzlich eingeladen, zuzuschauen. Freue ich mich auch drauf. Wir verdienen richtig Geld jetzt. Jetzt geht's los mit dem Geld. Weil wir jetzt regelmäßiges Einkommen haben. Und das Mini-Flauschi ist jetzt gerade wach. Es ist 12.57 Uhr. Und das Mini-Flauschi hat bestimmt jetzt erstmal Hunger, ne? Einmal Frühstück. Und was essen wir? Schokokissen. Okay, dann macht der Papa gerade mal Frühstück. In der Zeit kann das Ding hier mal weiterlaufen. Also jetzt nicht über das Rascheln wundern, das sind Schokokissen. Die ist das Lieblingsfrühstück meiner Tochter. Das Ganze natürlich ohne Milch. Einmal Frühstück. So, wenn das hier gleich fertig ist, dann kümmere ich mich um dich. Soll ich das anmachen? So. Ich baue einen Freizeitpark für meine Zuschauer auf YouTube. Da. So, Herrschaften. Läuft. Geld kommt. Parkbewertung geht hoffentlich weiter nach oben. Ja, nicht nach oben, aber das passt soweit. Auszeichnung haben wir noch keine gekriegt. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, Auszeichnung kam am Ende vom Jahr. Aber wir haben den Oktober Jahr 1 jetzt erreicht. Das heißt, wir müssen jetzt gleich das Szenario abgeschlossen haben. Und das werde ich dann auch abspeichern als Szenario. Und ich werde nicht vorspielen. Das heißt, ich kenne nicht alle Szenarien aus dem ersten Teil, habe auch nie alle im zweiten Teil gespielt. Das heißt, die Szenarien sind mir nicht alle bekannt und ich möchte die blind spielen mit euch zusammen. Also das Ganze als Herausforderung natürlich nehmen. Wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann dürft ihr die natürlich auch gerne in in die Kommentare schreiben. Und auch dieses Spiel ist modbar. Es gibt nämlich die Möglichkeit, noch zusätzliche Sachen runterzuladen. Und wie gesagt, also ich freue mich darauf, das Projekt mit euch am Laufen zu halten. Aber wie gesagt, das kommt auf euer Feedback an. Wenn ich von euch viel Feedback bekomme, dann mache ich auch viel. Wenn nicht, dann ja, werde ich das über kurz oder lang einstampfen. Weil das dann doch eher so ein Projekt ist, was ich von euch abhängig machen würde. Nicht wie bei Transportführer, wo ich einfach stur meine Videos mache. Wir sind jetzt schon bei 27 Minuten. Eigentlich wollte ich nur 15 Minuten pro Folge machen. Jetzt, die letzte war schon 25 Minuten, jetzt sind wir schon fast bei 30. Aber der Oktober ist ja gleich vorbei. Und sie schreien sogar alle. Sehr schön. Ich glaube, bei dem Ding hier machen wir auch mal Musik. Dann machen wir ein bisschen Techno. So, die Spiralgleitbahn ist ausgefallen. Die Rutsche ist kaputt. Wie kann denn eine Rutsche kaputt gehen? Aber ich glaube, wir brauchen auch einen zweiten Mechaniker. Weil der hat jetzt da doch ein bisschen was zu tun. Der erste. So, die Fußwege sollen dreckig sein. Dann stellen wir da auch nochmal einen ein. Der aber nur Fußwege macht. Das können wir nämlich hier einstellen. Und der fegt dann nur noch. Der läuft nur noch durch den Park und fegt. Ohne, dass er irgendwo eingestellt, also eingeteilt wurde. So, und geldtechnisch sieht es gar nicht so schlecht aus. Also das werde ich auf jeden Fall nochmal weiterspielen, das Szenario. Für mich privat so. Wobei es da eigentlich nicht mehr viel zu tun gibt. Oktober ist übrigens immer das, da ist das Geschäftsjahr rum. Also wir werden jetzt gleich nach dem 1. Oktober werden wir auf den 1. März oder April, glaube ich, vorspringen. So war es früher zumindest. Das werden wir uns jetzt mal angucken, wie das funktioniert. Und dann sollten wir das Szenario auch abgeschlossen haben. Gefällt mir. Interessanter wird es natürlich nachher bei den Szenarien, wo wir ein bisschen länger spielen und ein bisschen mehr zu tun haben. Ein bisschen mehr tun müssen. Weil das hier ist ja hier so 250 Gäste hier, ne? Also Gäste kriegt man immer über Attraktionen. Also umso mehr Attraktionen, umso mehr Gäste, ist natürlich klar. Der Park, der ist, also ist meine Erfahrung zumindest, dass die Fußwege auch viel damit zu tun haben. Hat man viele Fußwege, hat man auch nochmal mehr Gäste. So war es früher, zumindest immer mein Eindruck, aber da war ich ja noch klein. Wie gesagt, das ist ja schon über 20 Jahre alt, selbst der zweite Teil. Kratzt ja jetzt schon die 20-Jahr-Marke an. Der dritte Teil, der ist auch schon, glaube ich, jetzt 15 Jahre alt. Den fand ich aber nie so toll wie die ersten zwei Teile. Aber Rollercoaster Tycoon World, ne, ist natürlich dann die Katastrophe. Im Vergleich zu dem hier. Aber da müsste ich mal gucken, ob es da nochmal Updates gab.
ob die da noch mal ein bisschen was gemacht haben. Wir warten jetzt aber hier auf jeden Fall mal darauf, dass dieses Ding hier fertig wird. So, und dann muss ich auch noch ein Thumbnail schießen. Ich hoffe, hier gibt es so einen Screenshot-Modus. Werden wir uns gleich mal angucken. Können wir vielleicht mal gerade machen. Screenshot-Modus, jawohl. Klein, mittel. Okay. Und den ganzen Park können wir machen. Aber da müssen wir gleich mal schauen, wie wir das machen. Erstmal das Spiel weiterlaufen lassen. Denn wir wollen ja das Szenario heute noch abschließen. Wie ist die Parkbewertung? 815. Aber vorher bei 780, ne? Also die Parkbewertung geht nach oben. Aktionen, Gedanken. Beim Gehen. Geht in Richtung Toilette, geht in Richtung Toilette. Sehr schön. So, dann laufen wir aus, Oktober. Die erste Achterbahn finde ich gar nicht so hässlich. Muss ich euch ganz ehrlich sagen. Macht schon Spaß. Könnte natürlich, hätte man noch natürlich gucken können, ob man hier noch mehr Wagen oder mehr Züge draufgesetzt hätte. Mit weniger Wagen, damit wir eine höhere Frequenz haben. Weil ihr seht das, die Warteschlange hier unten, die ist jetzt am Limit, ne? Wir haben jetzt eine Wartezeit von 4 Minuten. Was eigentlich nichts ist, ne? Wenn man dran denkt, dass man in so einem echten Freizeitpark, Heidepark Soltau zum Beispiel, bei Kolossus früher mal eine Stunde, anderthalb gestanden hat, ist das hier eigentlich Pipifax. Können wir auch den ersten Kredit schon mal zurückbezahlen. Irgendwann demnächst. Oder wir bauen noch eine Attraktion, das können wir natürlich auch machen. Wir haben ja das Geisterhaus immer noch, was wir hier bauen könnten. Das würde da würde es schon hinpassen, aber das wird mir zu eng. Bauen wir das erstmal hier hin. So, Eingang und Ausgang. Der Ausgang ist hier vorne. Und der Eingang, den haben wir hier. So, direkt eröffnen das Ding. Den Preis passen wir nochmal an um 30 Cent. Haben wir hier noch irgendwelche anderen Einstellungen? Warten auf volle was? Spukhausmodus, ja klar. Was sollen wir sonst machen? Und das Ganze, ja, lassen wir in dem Design, wie es ist. Können wir auch nochmal ein bisschen ausdekorieren hier. Nehmen wir hier ein paar wilde Bäume, die so ein bisschen gruselig kommen. So, haben wir noch irgendwas richtig... Ja, guck mal, die Dinger hier, die können wir hier noch rein platzieren. So, dann können wir hier auch noch mal ein paar Bänke hinstellen. Jawohl, sie haben ihr Ziel erreicht mit einem Fanwert von 52.103. Mindestens 250 Parkbesucher. Sehr schön. Gefällt mir. Dann würde ich sagen, mache ich nochmal einen Screenshot und werde mir die nachher mal angucken. Ich mache nochmal ein kleines Screenshot. Ich muss mal gucken, wo die überhaupt gespeichert werden. Steht das hier irgendwo? Screenshot. Save to your pictures folder. Okay, alles klar. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit dem nächsten Szenario. Ich werde das jetzt natürlich noch speichern. Speichern. Und jetzt müsste ich das ja eigentlich bei Laden mit drin haben. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Denkt dran, dass ihr mir bitte Feedback gebt, ob ihr das weitermachen wollt mit mir zusammen oder nicht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge mit Rollercoaster Tycoon Classics. Und bis dahin von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Rama. Tschüss.